Hallo ihr Lieben, Heli und ich haben heute nur ein ganz kleines Update für euch. Wir sind jetzt mittlerweile übrigens in der Slowakei. Sehr, sehr schön hier. Wir gehen morgen erstmal wandern. Und was ich eigentlich in diesem Video euch mitteilen wollte, ist, dass es jetzt noch eine weitere Marke gibt von einem veganen Joghurt im Pfandglas. Es gibt ja schon seit einigen Monaten, also definitiv bevor ich losgefahren bin, gab es schon den von V-Like. Einmal Haferjoghurt Natur und einmal auch Haferjoghurt, aber mit Mango, soweit ich weiß. Und jetzt gibt es von Ehrmann, also dem Hersteller, der ja auch viele normale Joghurts macht, also Kuhjoghurts, einen mit Heidelbeere und einen mit Mango-Maracuja. Die kosten wohl alle jeweils 2,49 Euro, wenn ich das jetzt richtig rausgefunden habe. Ich weiß leider noch nicht, wie der von Ehrmann schmeckt. Ich werde erst in ungefähr 3, 4 Wochen mal kurz in Deutschland sein. Vielleicht finde ich den dann und kann den mal kaufen und mal probieren. Den von V-Like hatte ich aber beide Sorten schon. Den Haferjoghurt fand ich ganz okay. Ich denke aber, dass die wahrscheinlich mittlerweile auch nochmal das Rezept ein bisschen verbessert haben. Der Hafer-Mango war aber ziemlich gut. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den gab es auf jeden Fall auch bei Rewe und Edeka. Und ich denke, Ehrmann wird es auch in den meisten größeren Supermarktfilialen auf jeden Fall geben. Und generell gibt es natürlich auch noch in kleineren Unverpacktläden, wenn ihr einen in der Nähe habt, oft auch einen regionalen Anbieter, der dann nochmal einen Sojajoghurt oder einen Haferjoghurt im Pfandglas hat. Wenn ihr da einen Ansprechpartner, eine Anlaufstelle oder so habt, schreibt das sehr gerne auch nochmal in die Kommentare. Ich hatte auf jeden Fall was gelesen von Nürnberg und Erlangen und ich glaube auch in Frankfurt im Unverpacktladen gibt es Sojamilch im Pfandglas, Sojajoghurt im Pfandglas. Genau, also wenn ihr da noch nähere Informationen habt, schreibt die sehr gerne für alle nochmal in die Kommentare. Das wäre ziemlich cool, da können wir uns ein bisschen connecten. Hafermilch im Pfandglas gibt es ja schon länger in der Pfandflasche. Einmal von V-Like, aber natürlich auch von Völkel. Genau, und ich denke, da kommen jetzt auch immer mehr Anbieter noch dazu. Also es wird jetzt auch immer einfacher, vegan und plastikfrei zu kombinieren. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, euch auch. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video. Tschüssi, macht's gut.